Ja, hallo zusammen zu einer neuen Runde Grimdorn. Wir wollten das Portal betreten, das Tunnelrift oder so. Da rein, zack, ab dafür. Schauen wir mal, was geht. So, hier wird sich auf jeden Fall geprügelt, dessen können wir uns sicher sein. Mal gucken, was ist hier? Regenerieren, Monster, aha. Ja, das macht mir Freude. Muss doch nicht sein, oder? Haut ab. Gibt hier ganz schön Backenfutter, muss ich jetzt mal so sagen. Jungs, ist es doch mal gut hier, ehrlich. Seh zu, dass du Land gewinnst. Geht doch. So, weiter geht's. Tüdelülü. Ja, wir sehen ja noch nicht viel. Und werden uns natürlich... Also auf jeden Fall haben sie auch was geändert. Also man hatte ja in den Patch Notes gelesen, dass sie die Bossgegner auf jeden Fall deutlich schwieriger gemacht haben. Also zumindest vom Livepool her gesehen. Und ich muss sagen, die Freunde sind echt nicht nett. Freunde. Macht euch mal locker hier. So. Ist gut jetzt, Leute. Habt ihr es jetzt? Ein Stück nehme ich. Ich habe ja gerade eben viel zu viel Geld ausgegeben schon wieder. Ach ja. So. Naja, wie gesagt, ich hätte euch gerne die Hidden Quest gezeigt, aber wie ich gelesen habe, ist sie nur im Schwierigkeitsgrad Ultimate verfügbar. Wer bist du? Na, du bist ein ganz schöner fieser Gegner. Offensichtlich. Verpiss dich. Aber auch schnell zum Wege. Level 89 ist jetzt nicht so weit über mir, aber haut mir ganz schön aufs Maul. So, Schnauze. Was an Schnauze war nicht zu verstehen. Danke. Da ist er tot. Fiese, fiese Map. So, dann sammeln wir mal hier ein. Auch wieder nichts Aufregendes dabei, so wie es aussieht. Aber gut, da schaue ich mir sowieso immer erst im Nachgang an. Außer es ist was Lilanes oder was Blaues. Da kann man dann nochmal so schauen. Ist auch ja dunkel wie im Bärenarsch hier. So. Und ja, wie soll ich sagen, meine Erfahrungen sind da eher begrenzt. Das ist einfach mal eine Vermutung. So, dann schauen wir hier mal weiter. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon länger nichts mehr wirklich aufregendes Droppen erlebt. Hallo. So, Freundchen. Da bist du weg. Und jetzt darfst du auch gehen hier. So. Eisenstücke immer her damit, weil wir ja vorhin schon wieder so viel Kohle ausgegeben haben. Noch mehr Eisen. Schrott. Ach kommt, Jungs. Könnt ihr das mal lassen? Hallo. So. 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 Ach, hier ist der Ausgang. Alles klar, oder? Würde ich mal... behaupten, ja, wir sind da oben reingekommen, alles klar. Soweit ich mich erinnere, bin ich eh im Prinzip für lau hier, all dieweil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das hier Bestandteil einer Quest. Ich würde mich da jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber ich glaube, das war so. Haut ab. So. 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 So, ich muss mir ja merken, wo ungefähr der Ausgang war. Also hier, das können wir uns, glaube ich, merken. Glaube ich. So.
Ach, ein Boss. Du kannst dich verpissen. Mandragos, Dravesklave, na dann. Meisterlampe. Du kannst das mal lassen. Hier hinten könnt ihr das auch mal lassen, hier von hinten einen reinzupellen. Wäre ich ja außerordentlich dankbar für. Burschi. Hab ich wirklich gerade erst die Hälfte seines Lebens runter? Es hat den Eindruck, er regeneriert aber, sag mal, Leute. So, jetzt erstmal das Gesocks hier. Und noch ein Boss, ich könnte brechen. Warte mal, ich muss den da hinten mal wegmachen. Der geht mir auch auf den Senkel hier. So wie der Leben regeneriert, das geht ja gar nicht. Da sind wir ja noch Stunden später dabei. Ich werde mal gucken, ob wir noch mehr Diener von ihm sind. Weil die gehen mir gerade so ein bisschen auf den Senkel. Magaluel lebt auch übrigens noch. Das ist halt der Nachteil an meinem Bild. Oh, Alter. Ist ja schön, dass er so, wenn er Regenerationsfähigkeit. Guckt es euch an. Habt ihr eben gesehen, wie der Balken runtergeht? Und jetzt da, zack, wieder. Oh, Alter. Ich werde jetzt gerade echt ein bisschen pisst. Das kann ja nie was werden hier. Ist die Frage, wen wir jetzt zuerst töten, ne? Dahinter ist doch. Hau ab. Stunden später. Ich weiß nicht, wie ich den töten soll. Weil er immer wieder sein Leben regeneriert. Da, zack. Und dann muss ich doch den hier zuerst verabschieden. Aber der hat auch noch volles Leben, der Penner. Wartet mal. Eine Sekunde mal eben. Kommst du hier? Oder vielleicht auch alleine? Wie wäre denn das? Also Dravis Dina. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich den plätten soll. Das ist ja Stunden später. Da, und zack. Sag mal, Leute, das ist doch nicht euer Ernst hier. Venor, was muss ich denn da töten, damit hier Ruhe im Kabuff ist? Und die Diener, die spawnt er auch immer wieder neu. Die sind ja nicht irgendwann wieder, die sind ja nicht irgendwann weg oder sowas. So gar nicht. Oh, da schon wieder. Wieder volles Leben. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Da auch wieder volles Leben. Einmal zugehauen, dann ist auch gleich wieder Feierabend. Und diese Diener spawnen bis zum bitteren Ende. Und ich mache offensichtlich nicht genügend Schaden, um den wirklich weh zu tun oder genug weh zu tun. So, einer ist weg. Das ist schon mal gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den anderen jetzt auch wegkriege.
Alter. Jetzt stirb endlich, Mann. Stirb endlich. Was an Sterben ist so schwierig? Ja, das sieht besser aus. So. Graves Grabe. Das ist ein Questgegenstand. Ich ahnte es irgendwie. Was soll das, hä? Was soll das? Lass mich doch einfach in Frieden. So, Uhr im Kapuff. Meine Fresse nochmal. Der Vorteil an diesem passiven Bild ist natürlich, man hält länger durch. Das muss man einfach so sagen. Schild, Klingenstreitkolben, der aber auch 200 oder 2000 Schaden weniger macht. Ach Jungs, muss doch ähnlich sein, oder? So, Buschis. Gucken wir mal auf die Map. So, da oben war der. Okay. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um, ob hier irgendwas liegt. Wir können mal eben Alt drücken. Nee, aber ist nix. Ja, bla. Bla. Okay. Dann laufen wir mal nach unten. Nicht, dass wir noch irgendwas Nettes verpassen. Die Regenerationsfähigkeiten von den Scheißviechern sind hier unten manchmal echt schon nervig. Aber ist ja angekündigt. Ach, Tachchen. Unterdrücker der Leere. Yay. So. Tüdlülü. Was haben wir hier noch? Mappe. Hier geht es irgendwie nicht weiter. So. Haben wir auch noch mal ein paar Gegner. So. Kannst das mal lassen hier hinten. So, tüdelülü. Haben wir hier oben noch ein bisschen was? Hallo. So. Was? Schnauze. Kästchen. Was auch immer. Brustrüstung, Blitzschaden. Yeah, hey, Blitzschaden ist genau mein Thema. Nämlich nicht. Wir können nochmal hier oben rumgucken. Aber ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich hier komplett durch. Wenn ich das richtig sehe, haben hier alles gelegt, was zu legen war. Huch, hier ist auch noch ein Portal. Dann gehen wir mal durch das hier durch, würde ich sagen. Ja, dann sind wir jetzt hier und ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause, nehme gleich noch eine Folge auf im Anschluss und dann sind wir für diese Woche durch mit Grimdorn. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.